es zu einem WM-Kampf. Der Grund: Daisy Lang ist so lange nicht angetreten, dass man ihr ihren Titel aberkannt hat. Sollte Rebecca Graf jetzt hier gewinnen, Runde 1, dann wäre Daisy Lang die erste Herausforderin in diesem WM-Kampf im Bantamgewicht. Beide Damen, die aus den USA, Alicia Ashley und Alesia Graf, bringen 52,5 Kilogramm auf die Waage. Und schauen Sie auf die Beine, dann können Sie erkennen, dass es sich bei Alicia Ashley um eine Rechtsauslegerin handelt. Da ist immer das Problem da, dass man sich mitunter auf den Füßen stehen könnte. Ihre Heimat, Jamaika, unverkennbar. Aber lange schon ist sie US-Bürgerin, bereits 37 Jahre alt, die Amerikanerin. Und man sollte sich von ihrem Kampfrekord nicht blenden lassen. Da stehen 5 Niederlagen und auch ein Unentschieden drin. Aber Sie können hier schon in den ersten Sekunden sehen, es handelt sich um eine sehr bewegliche Boxerin, ausgebildete Tänzerin. Ihr Vater war ein sehr bekannter Choreograf in Frankreich. Und schauen Sie, gleich mal ein Treffer. Und sie versucht es auch mit einem Körperhaken. Also, der Vater Choreograf, sie ausgebildete Tänzerin. Von ihrem 6. Lebensjahr bis zum 21. Lebensjahr hat sie nur getanzt. Und dann erst spät, mit 27, mit dem Kickboxen begonnen und schließlich 2 Jahre später dann auch mit dem Boxen. So viel erst einmal zur Amerikanerin. Und Alesia Graf, die hat ja zu Beginn ihrer Karriere schon viele überzeugt durch ihre Angriffslust und ihre Schnelligkeit. Schneller reingehen, wenn du gehst. Alles klar. Dann machst du mit links, nicht mit rechts. Du musst stehen, dann gehst du mit rechts rein. Ich muss mal wieder mal rechts rumgehen, gucken. Aber ansonsten, mit links weiter. Mhm. Ja, du musst dich stehen. Wenn sie steht, dann gehst du mit 3 rein. Ja. 1, 2, 3, mehr nicht. Öfter so sehen, wenn du so wieder. Druck. Like a movement, like a watch. Das ist Bruder Devon. Auch er war Kickboxer, Weltmeister sogar. Und es ist der Trainer der Amerikanerin, die in der ersten Runde gleich einmal zeigte, wie beweglich sie ist. Wir befinden uns in der zweiten Runde. 10 sind angesetzt in diesem WM-Kampf. Und es wird eine ganz schwere Aufgabe für Alesia Graf, die hier zu Boden geht. Und es war in der Tat ein Wirkungstreffer. Deswegen zählt der erfahrene Ringrichter Daniel van de Wiele auch Alesia Graf zum ersten Mal an. Mit der rechten Schlaghand voll durch, Alesia. Also in weiß Alesia, in den jamaikanischen Nationalfarben Alicia, und die ist bis jetzt die deutlich dominierende Boxerin. Unglaublich flink, eine wahre Tänzerin im Ring. Schauen Sie mal, wie genau sie ihre Gegnerin fixiert. Auch eine Stärke von Alesia Graf, sicher, aber Alicia Ashley bringt offensichtlich gleiches Talent mit, und deswegen sieht sie die Schläge ihrer Gegnerin und weicht schnell aus. Das erinnert ja fast an Ali, und dann holt sie mit der rechten Schwung und zögert nicht. Und sie muss sie abkontern, Alesia Graf. Das ist das Konzept von Thorsten Schmitz. Das muss funktionieren. Also jetzt ist Alesia Graf durch, auch deshalb, weil die Deckung von Ashley mitunter provokant hängt, und dann hat man Möglichkeiten. Die muss Alesia nutzen.
2 und es gibt einen Punkt Abzug natürlich für den Niederschlag bei Alesia Graf und deshalb müsste die Runde an die Amerikanerin gehen. Genau so. Mehr brauche ich dir nicht sagen. So geht es. Nicht zu viel. Auch wenn du die Chance hast, ruhig bleiben. Das war richtig, eben genau so. Du hast sie jede Runde. Alles klar? Genau so. Links an, reinstellen. So, hier sehen wir nochmal die rechte Schlaghand. Ein Volltreffer an den Kopf von Alesia Graf. Aber Thorsten Schmitz ist jetzt schon zufriedener. Genau so weiter. In der dritten Runde muss Alesia Graf so weiter boxen, wie sie die zweite beendet hat. Da hatte sie ihre Gegnerin ein-, zweimal erst abgekontert und dann auch Lücken gefunden. Und die hat weiter ihre Deckung ziemlich tief. Und da war ein Körpertreffer dabei. Da zuckte Alesia Graf kurz zusammen. Also Vorsicht! Die Amerikanerin schlägt auch Haken zum Körper. Ein sehr attraktiver Boxkampf. Das, was wir uns hier versprechen, das war ein Ausrutscher, war nix. Aber Ashley, das muss man auch dazu sagen, hat kürzlich gegen Elena Reed überlegen gewonnen. Abbruchsieg und das will einiges heißen. Das war die Frau, da war endlich mal ein guter Treffer von Alesia Graf. Elena Reed war die Frau, die Regina Heimlich am Rand einer Niederlage hatte. Im Moment ist sie die Queen of Brooklyn. Dort hat sie nämlich viel Zeit verbracht im Gleason's Gym in New York City, der angesehenste Boxstall vielleicht, den es dort gibt. Und sie hat dort auch einen prominenten Trainer, der leider heute hier nicht ist, Hector Rocker. Und der, falls Sie den Film noch nicht gesehen haben, Million Dollar Baby, dann möchte ich Ihnen diesen Film empfehlen. Der hat die Hauptdarstellerin Hilary Swann im Boxen trainiert. Und er versteht sein Handwerk und das sieht man auch bei Alicia Ashley. Linker Haken war sehr schön. Sehr gute Aktion, die wir hier noch einmal sehen von Alesia Graf. Dann auch dieser Haken zum Kopf, Seitwärtshaken. Regina Heimlich ist gespannt. Es wird das erwartet schwierige Duell der Kämpferin aus dem Universum Boxstall Alesia Graf gegen die Frau aus den USA in den Farben aus Jamaika, Alicia Ashley, Runde 4. Und in den ersten drei Runden war die Amerikanerin die stärkere, die aktivere Boxerin, allerdings die Physis. Die stimmt bei Alesia Graf, bestens konditionell eingestellt von Heinz Schulz, ihrem Entdecker, ihrem Heimtrainer, einem Extrembergsteiger, der weiß, wie man jemanden für extreme Belastungen trainiert. Und so etwas ist das Boxen auch bei den Damen. Es sind 2 Minuten, die hier ausgeboxt werden pro Runde und trotzdem ungemein konditionsraum. Schauen Sie mal, wie die sich wegbewegt. Dieser Wegtaucher hier von Alicia Ashley zeigt, wie beweglich sie ist und Schwierigkeiten für Alesia Graf, da überhaupt die Distanz zu finden. Das heißt, genau den Abstand, dass ein Treffer nicht in der Luft, sondern am Kopf oder Körper landet. Und schnell muss sie sein in der Deckung,
Jetzt aber mal eine sehr gute Linke. Also mit der Führhand gleich getroffen. Alessia Graf wird stärker. Die Stuttgarterin hatte ja in ihrem letzten Kampf große Probleme und sie erzählte mir, ich hoffe, ich habe viel daraus gelernt. Ich war viel zu ungeduldig und das ist vielleicht ihr größtes Problem. Ich mach. Das ist schön getroffen. Wieder dafür. Nächstes Mal alles klar, ne? Genau so. Ruhig weiter mit links. Mit links setzt du so unter Druck. Sehr genau. Sicher. Die fünfte Runde von 10, die angesetzt sind für diesen Kampf. Und es bleibt weiter die erwartet schwere Hürde für Alessia Graf, die in ihrem letzten Kampf gegen die Russin Oksana Wasiljeva schon das erste Mal merkte, was es bedeutet, wenn eine Gegnerin gegenhält. Und das tut Alicia Ashley mit einer unglaublichen Bewegungsgabe. Ein wenig erinnert es vielleicht an Chris Eubank, die Boxexperten unter Ihnen wissen, was ich meine. Schauen Sie, wie schnell die ist und wie die hier tänzelt. Und wie die den Oberkörper pendeln kann. 37 Jahre alt und kein bisschen müde. Manche befürchten, dass dieser Kampf für Alessia Graf etwas zu früh kommt, vielleicht sogar ein Jahr zu früh. Es ist, wie gesagt, erst ihr 11. Auftritt im Profigeschäft. Ein atemberaubender Weg, der begann bei einer ersten internationalen deutschen Frauenmeisterschaft im niedersächsischen Meppen. Da konnte ich sie sehen im November 2003 und war begeistert von dem, was Alessia Graf dort geboten hat, wurde ganz locker Meisterin, aber das war Amateurboxen. Und hier geht es ganz anders zu. Das war auf die Leber. Also, vorhin versuchte Ashley es schon mit Körperhaken und jetzt wieder einmal durchgekommen. Da nochmal ans Gesicht, an den Kopf. Die Antwort von Alessia Graf. Vorsicht, das trägt ihr jetzt eine Rüge ein von Daniel van de Wiel. Nachgeschlagen nach dem Kopf. Geh rein mit 1-2. Du lässt sie da arbeiten. Ja, gut so. Okay. Ja. Doppeljab perfekt reingehen. Wenn sie schlägt, ruhig mal wieder rechts weggehen. Hast du gehört? Ja. Bisschen nach oben bewegen. Ja. Ruhig atmen. Du musst jetzt locker bleiben. Und konzentrieren. Ja. Jetzt kommst du locker. Locker schnell. Ja? Die Hälfte dieses Kampfes ist vorbei. Und Alessia Ashley gibt sich selbstsicher. Fast ein wenig zu selbstsicher. Aber Alessia Graf muss jetzt kommen. Sie hat wenig wirkungsvolle Treffer. Sie selbst lag schon am Boden und wurde auch in der vergangenen Runde wieder hart getroffen. Alte Frage, wie werten die Punktrichter? Treffer an den Kopf von Ashley.
Mit der rechten Schlaghand war Alesia Graf durch. Und das ist typisch für sie. Da entwickelt sie Aggressivität, die braucht sie jetzt auch. Also, wie werden die Kampfrichter werten? Die Angriffslust bei Alesia ist deutlich. Die Frau im weißen Dress diktiert hier von der Ringmitte aus. Aber bisher kann sie ihre Gegnerin nie ernsthaft in Gefahr bringen. Und schauen Sie, wie schnell diese Hand kam. Mit der rechten Schlaghand. Jetzt wird sie sehr provozierend. Das rächt sich manchmal. Jetzt wird die Amerikanerin ein wenig übermütig. Aber sie kommt immer wieder durch. Sie ist einfach schneller. Sie ist eine wahre Tänzerin. Ungemein flink und sehr gutes Auge. Schöne Zweierkombination von Alesia Graf. Die letzten 10 Sekunden. Noch einmal einen Treffer, der bei den Punktrichtern Eindruck hinterlässt. Das wäre gut. Wieder durch die Nase ein. Rück aus. Durch die Nase ein. Gut. Immer wieder den linken Haken retten als Abschluss. Ja. Perfekt. Ja. Tief, tief. Ich spreche nur zuhören. Tief ein. Mach gut so. Ruhig bleiben, Alicia. Pass auf. 2, 3 solche Aktionen, du brauchst nicht mehr machen. Du brauchst nicht nach vorne laufen. Wenn es passiert, passiert nichts. Gehört dir die Runde. Noch drin. Hm? Genauso konzentriert weiter. Wenn du reingehst, alles klar? Sehr genau. Wenn ich mal Muslime nicht unkontrolliert werden. Genauso weiter. Das große Vorbild von Alesia Graf ist Roy Jones. Aber ihre Gegner, Alicia Ashley, die boxt heute so wie Roy Jones zu seinen besten Zeiten. Dass sich sowas rächen konnte, musste der Amerikaner erleben. Und das wäre das einzige Risiko, das die gebürtige Jamaikanerin, US-Bürgerin Ashley hier trägt, dass sie zu übermütig wird. Denn Graf ist eine Puncherin, kann hart schlagen. Noch einmal Bantamgewicht, 52,5 Kilogramm, bringen beide Damen auf die Waage. Es ist ein sehr enges, ein ausgeglichenes Gefecht mit Vorteilen für die Amerikaner. Und das Publikum hier in Stuttgart merkt, sie müssen Alesia Graf hier in ihrer Heimatstadt unterstützen. Sie wird hochgehandelt, hat bereits einen lokalen Sponsor, aber der kann ihr jetzt nicht helfen. Übrigens, Alicia Ashley besitzt auch den schwarzen Karategurt. Wow, jetzt kriegt sie endlich mal klare Treffer zum Kinn. Die Amerikanerin war auch Kickbox-Amateurmeisterin, ungeschlagen abgetreten. Und Ashley erzählte mir noch, ich bin immer im Training, ich habe da kein Problem und das merkt man, die Fitness ist da, sie kann einstecken. Sonst hätte sie jetzt hier mehr Luft holen müssen in dieser 7. Runde mit Vorteilen für Graf. Sie kommt ein bisschen, sie wird aggressiver. Pass auf, nicht zu leichtsinnig mit deinen Händen. Deine Hände sind ein bisschen weit unten. Hey, we'll give you a harder push in the end of the round, when it comes to whatever. Geh um sie herum. You say two more, what the hell is this? Und wenn ich rufe zwei mehr, versuch gleich zweimal zu schlagen. This is your kind of territory, this area. Und bleib in der Mitte, dein Territorium. Lass ihr den Platz nicht. Crazy, alright? Und lass deine Hände nicht zu verrückt runter. Second round. Ringfrei und Anfang. Devon, der Bruder von Alicia Ashley, hat jetzt gewarnt.
Der sagt, sei vorsichtig, sie wird stärker. Und das ist in der Tat der Eindruck. Die achte Runde dieses auf 10 Runden angesetzten Kampfes, a 2 Minuten, läuft und Alesia Graf muss hier punkten. Nach wie vor gilt, die Amerikanerin bewegt sich so, wie sie ausgebildet ist, wie eine Tänzerin, fast wie eine Ballerina. Modern Dance ist ihre Stärke und modern, so möchte ich durchaus ihren Boxstil nennen. Und das war ganz knapp. Also, der erfahrene Ringrichter Daniel van de Wiele, der sieht alles, der ist sofort dabei, wenn es gefährlich wird mit Kopfstößen. Ein sicherer Referee. Die Punktrichter für diesen WM-Kampf kommen übrigens aus England, aus Italien und aus Deutschland. Heinrich Mümmert, der ist erfahren. Der hat einen sehr guten Namen als Punktrichter hier in Deutschland. So viel zum Kampfgericht. Graf diktiert weiter von der Ringmitte aus. Ashley tänzelt weiter, immer wieder aus der Schlagrichtung heraus. Aber man merkt, dass sich der Kampf jetzt doch verlagert. Graf hat jetzt Vorteile. Ashley vielleicht auch konditionell ein wenig mehr Problem. Aber auch die achte Runde war ausgeglichen. Warum musst du Druck machen? Den Druck so weitergehen. Aber den ist der 9. Round. So, die Anweisungen aus der Ecke von Thorsten Schmitz sind doch ernsterer Natur. Halt deinen linken Fuß vorne. Dies alles ist bei Alicia Ashley ganz anders. Die schlägt eh aus der Bewegung heraus und hat eine erstaunliche Schlagkraft für ihr Gewicht, auch für ihr Alter. Und Alesia Graf hat erkannt, wie stark sie aufpassen muss. Schauen Sie, wieder dieser Haken, den sie schon mehrfach angebracht hat. Wunderbarer Aufwerkshaken, sehr variabel. Auch die Schläge mit der rechten Schlaghand, die ist wirklich gefährlich. Und das ist ja der kleine Vorteil, den eine Rechtsauslegerin hat, dass sie immer oder häufiger auf eine Normalauslegerin trifft. Umgekehrt, die Frau, die mit der linken Hand führt und mit rechts schlägt, hat dann eher mal Schwierigkeiten. Normalerweise ist die Situation natürlich für beide ausgeglichen ungewohnt. Alesia Graf scheint mir auch sehr nervös zu sein. Sicherlich eine mentale Schwäche, die sie auch noch hat und die sie dringend bezwingen muss. Die eigene Nervosität. Hibbelig, ungeduldig, springt rein. Aber jetzt trifft sie auch mal. Nach wie vor stimmt die Distanz nicht so richtig. Und natürlich hat Alicia Ashley einige Erfahrung getankt, gegen starke Gegnerinnen geboxt und spielt diese Erfahrung jetzt aus. Die müssen wir haben. Ruhig, 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 ruhig. Nase ein, Mund auf. Tief, tief. Ja, halt mit los. Und ja. Punch. Aber die Kombination. That's it.
One more. Nur noch 2 Minuten. Done. Nur noch eine Runde. And up to that. Noch ein paar Punkte. Yeah. Du musst jetzt win the fight on my card, but we need it on the... Punchen. Punkte right? Machen. Du musst noch Punkte machen. Ein paar Punkte brauchst du. Dance for me. Watch her, so you can stop coming when you want. Tanzen Sie gleich. Die 10. und letzte Runde in diesem WM-Kampf um den vakanten Titel im Bantamgewicht. Der GBU Daisy Lang war die letzte Titelträgerin. Sie musste niederlegen, weil sie nicht rechtzeitig bereit war zu boxen. Und ihre Nachfolgerin, das soll die Frau in Weiß werden. Das soll Alesia Graf werden. Aber sie müsste eine ganz überzeugende 10. Runde hinlegen. Am besten mit einem Niederschlag. Denn die Amerikanerin Alicia Ashley präsentiert sich hier in exzellenter Form, so wie das in der Woche schon zu erkennen war beim Sparren. Sie ist eine ausgezeichnet ausgebildete Boxerin, unglaublich schnell auf den Beinen, flink, ein gutes Auge und eine harte Rechte. Und darauf muss Alesia Graf ständig aufpassen. Und das hemmt ihre eigenen Aktionen. Sie tut alles. Sie gibt alles. Sie zeigt, dass sie dieses Kämpferherz nun wirklich hat. Aber schauen Sie jetzt mal, ein guter Treffer. Sie weiß, sie muss jetzt alles aus sich rausholen. Und das Publikum geht hier mit in dieser entscheidenden 10. Runde. Ashley taucht jetzt weg. Weniger als eine Minute. Und Graf versucht es. Sie muss es mit Gewalt versuchen. Einmal ist sie durchgekommen, aber hier kriegt sie den Konter. Oh, und wieder so ein Konter. Noch 30 Sekunden. Es ist ein toller Kampf. Aber Alesia Graf hat große Schwierigkeiten mit der 37-jährigen Amerikanerin. 24 ist die Deutsche. So, und jetzt die letzten 10. Und da wird die Frau aus New York weggehen, von wegen. Sie weiß zu antworten, sie blutet am Ohr. Der Kampf ist beendet. Ein ganz, ganz hartes Gefecht. Eine schwierige Entscheidung für die Punktrichter. Das wird jetzt ganz spannend, denn es ist ja nicht die Herausforderung. Es ist eine vakante Weltmeisterschaft gewesen. Und die Kämpferin aus New York hat hier einen überzeugenden Auftritt geliefert. Alesia Graf hat das geboten, was sie kann mit ihren 24 Jahren, erst 3 Jahre überhaupt so richtig beim Boxen dabei. Und Sie sehen, wie geschafft die beiden Damen nach 10 Runden sind. Die haben dem Publikum hier was geboten, gar keine Frage. Hier nochmal ein Treffer von Alesia Graf. Dann aber die Antwort. Das ist die 10. Runde. Aber in der 2. Runde, da lag Alesia Graf schon einmal am Boden. Das dürfen wir nicht vergessen. Das gibt einen Punktabzug. Das war eine klare Runde und nicht die einzige für Alicia Ashley. Da war sie mal durch mit der rechten Schlaghand. Aber das passierte zu selten bei Alesia Graf. Heinz Schulz, ihr Entdecker bei ihr. Der Extrembergsteiger aus Stuttgart und Thorsten Schmitz im Vordergrund. Der erfahrene Trainer vom Universum Boxstall. So, jetzt haben wir hier die Frühphase. 2. Runde und der Niederschlag. Der hat Alesia Graf doch ganz schön beeindruckt. Hat eine Weile gedauert, bis sie sich davon erholen konnte. Und jetzt steigt hier die Spannung. Es knistert in der Halle. Der Ausgang ist offen. Es sind hier endlose Sekunden für Alesia Graf, das Kampfgericht. Die 3 Punktrichter haben doch längst ihre Zettel abgegeben. Warum dauert das hier so lange? Das Urteil. Hier
das Urteil. Aber bevor ich dieses verkünde, glaube ich erstmal einen Riesenapplaus für beide Boxer in einem sensationellen Kampf. Und hier die Punkte. Heinrich Hübert, 96, 94, 96, 94, für Alicia Graf. Zwei sieht der deutsche Punktrichter vor. 95, 96, 95, 96, für Alicia Ashley. Also, der Engländer hat Ashley eine Runde vorn. Renato, Achtung, Cadeo. 94, 96, 94, 96. Für Alicia Ashley und damit neue DBU-Weltmeisterin im Bantamgewicht aus den USA, Alicia Ashley. Und das hat den Ausschlag gegeben, die zwei Runden vor, die der Italiener gesehen hat. Er hat sich für die bessere Boxerin entschieden. Wir wollen hier sportlich fair sein, während die große alte Dame des Boxsports, Barbara Buttrick, hier den